Ihr wolltet mehr zum Thema Handwerkzeuge sehen und deswegen geht es in dieser Folge um Handwerkzeuge, genauer gesagt darum, wie ihr mit Handwerkzeugen einen Falz machen könnt. Den kann ich heute beruhigt weglegen, denn wie eingangs erwähnt, es geht um das Thema Handwerkzeuge. Die machen keinen Krach, keinen Staub. Wunderbar. Ich zeige euch heute drei verschiedene Arten, wie ihr mit Handwerkzeugen einen Falz machen könnt. Variante 1 ist mit dem Sims-Hobel. Da spielt es auch keine Rolle, ob ihr einen solchen Metallhobel nehmt, einen aus Holz oder einen kleinen Einhand-Sims-Hobel. Die zweite Variante ist der Nuthobel. Je nachdem, welches Modell ihr habt, könnt ihr auch mit einem Nuthobel Felze machen. Und die dritte Variante ist mit dem Grundhobel und einem passenden Hilfsanschlag. Auch damit kann man Felze machen. Was ihr auch noch braucht, ist ein Streichmaß mit Schneidrad, damit ihr die Falzkanten sauber vorritzen könnt. Dann könnt ihr mit diesen Werkzeugen auch quer zur Faser felzen. Ich habe hier ein Streichmaß, bei dem ich gleichzeitig zwei Maße einstellen kann, ein sogenanntes Zapfenstreichmaß. Ich zeige euch das Ganze an solchen Reststücken. Das ist Yellow Poplar, ein Holz, das sich wunderbar bearbeiten lässt. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr solche schmalen Teile auf der Hobelbank einspannen wollt und die sollen überstehen, was sie beim Falz hobeln müssen, dann habt ihr oft das Problem, dass ihr diese Teile schlecht spannen könnt, da ihr am Rand keine Bankhakenlöcher habt. Dann könnt ihr euch behelfen, indem ihr euch zwei Sperrholzstreifen schneidet. Die müssen dünner sein als euer Material, das ihr bearbeitet. Und da spannt ihr an beiden Enden ein etwa gleich langes Holzstück ein. Und jetzt könnt ihr dieses schmale Stück ganz bequem zwischen diesen beiden Leisten spannen und das hält. Was ihr auf jeden Fall braucht zum Felzen, ist eine rechtwinklige Kante. Wenn die Kante nicht rechtwinklig und gerade ist, bekommt ihr auch keinen vernünftigen Falz angehobelt. Kontrolliert also euer Werkstück vorher und hobelt dort eine saubere Kante an. Das passt. Jetzt reißt ihr euch mit eurem Streichmaß die Falzbreite und die Falztiefe an. Ich mache das jetzt ohne bestimmte Maße, es geht hier nur ums Zeigen. Das wäre meine Falzbreite, das die Falztiefe. Das könnt ihr euch ruhig kräftig vorritzen. Vor allem, wenn ihr einen unregelmäßigen Faserverlauf habt, dann verhindert dieses Vorritzen auch, dass euch die Kante ausreißt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Riss noch mit einem dünnen Bleistift nachziehen, dann seht ihr ihn besser. Und jetzt kommt der Sims-Hobel zum Einsatz. Der hat keinen Anschlag, der irgendwie die Falzbreite begrenzt. Das macht ihr mit den Fingern. Das funktioniert erstaunlich gut. Ihr setzt den Hobel an, bleibt aber etwa 2 mm vom Riss entfernt. 1 bis 2 mm. Dann greift ihr mit euren Fingern unter den Hobel. Das ist jetzt euer Breitenanschlag. Und jetzt zieht ihr euren Hobel erst einmal vorsichtig über das Holz und bleibt dabei schön von diesem Riss weg. Das macht ihr erst einmal, bis ihr eine Falztiefe von etwa 1 mm erreicht habt. Dann habt ihr eine Führung und das Hobeln fällt immer leichter. Je besser eure Führung ist, also je tiefer euer Falz wird, umso leichter könnt ihr hobeln, weil ihr nicht mehr darauf achten müsst, dass euer Hobel verrutscht. Wo ihr unbedingt darauf achten müsst, ist, dass diese Kante hier im rechten Winkel
zu dieser Kante wird, damit euer Falz rechtwinklig wird. Ist das nicht der Fall, müsst ihr korrigieren. Hier zum Beispiel sieht man, dass der Falz leicht nach innen geneigt ist. Ich muss also hier außen mehr Material abnehmen. Das könnt ihr so lange machen, bis ihr die Falztiefe erreicht habt. Kontrolliert aber also früh genug die Rechtwinkligkeit. Denn wenn ihr mal die Falztiefe erreicht habt, die ihr braucht, und euer Falz ist krumm, dann könnt ihr so gut wie nichts mehr korrigieren. Mit einem solchen Einhandsimshobel könnt ihr einen Falz auch hobeln. Er hat allerdings den Nachteil, dass er sich nicht so gut führen lässt, vor allem wenn die Fälze tiefer werden. Aber ein solcher Einhandsimshobel ist eine relativ preiswerte Lösung, wenn man den Simshobel nicht so oft braucht. Die bekommt ihr schon für um die 70, 80 Euro. Während ein solcher Hobel, ein Flachwinkelsimshobel, bei über 200 Euro liegt. Die Alternative ist der Holzhobel. Der lässt sich nicht so einfach einstellen, funktioniert aber, wenn er eingestellt ist, genauso gut. Ob Holz oder Metall ist im Prinzip eine Sache der persönlichen Vorlieben. Ich mag Metallhobel lieber, weil sie sich auch viel besser, feiner einstellen lassen. Und ich bin ein großer Fan von Flachwinkelhobeln. Ein Flachwinkel-Simshobel aus Holz gibt es nicht. Wenn ihr euch dann eurem tiefen Riss langsam nähert, müsst ihr aufpassen. Ihr könnt auch die Spanabnahme etwas zurückstellen. Und hier sieht man schon, am Ende bin ich auf meinem Riss. Hier bin ich noch vom Riss weg. Ich muss also hier weniger wegnehmen oder gar nichts mehr wegnehmen. Und hier noch etwa 1,5 mm. Man nimmt den Hobel einfach am Schluss nach oben und dann nimmt er am Ende nichts weg. Jetzt habe ich meine Falztiefe erreicht. Das passt. Und jetzt kümmere ich mich um die Falzbreite. Da lege ich den Simshobel flach hin. Bei diesem hier kann ich die Griffe verstellen, damit sich das gut arbeiten lässt. Der Hobel liegt mit dem Hobelkörper flach auf meinem Falz auf. Und jetzt arbeite ich mich Stück für Stück an die richtige Falzbreite heran. Und das ist mit dem kleinen Einhandsimshobel etwas schwieriger, da er sich nicht so gut handhaben lässt. Macht ihr das mit dem Holzhobel, müsst ihr wirklich darauf achten, dass euer Hobeleisen nicht über den Hobelkörper übersteht, sonst verletzt ihr euch hier die Kante in der Falztiefe. Und der Hobelkörper muss rechtwinklig sein oder zumindest muss euer Hobeleisen rechtwinklig zur Seite stehen, damit euer Falz am Ende auch rechtwinklig wird. Vielleicht wollt ihr euch noch einen zweiten Simshobel aus Metall gönnen, ein solch kleiner Hobel ist für dieses seitliche Hobeln wunderbar geeignet, weil er einfach viel handlicher ist als das große Modell. Oft reichen ohnehin die kleinen Hobel aus. Das kommt darauf an, ob ihr größere Sachen baut oder eher kleinere. Und so könnt ihr euch jetzt an euren breiten Riss zehntelmillimeterweise herantasten. Und könnt so wunderbar einen Falz hobeln. Die zweite Variante ist der Nuthobel. Das ist ein Nuthobel von Veritas. Der hat hier im Anschlag eine Aussparung. Und die reicht über das Hobeleisen ein Stück hinweg. Und dadurch ist es möglich, mit dem Nuthobel Fälze zu hobeln. Ihr müsst natürlich ein passendes Nuthobeleisen einsetzen, das in etwa eurer Falzbreite entspricht. Über diesen Anschlag könnt ihr die Falzbreite noch variieren. Etwa 3 mm sind da machbar. Ihr stellt hier die Falztiefe ein und am Anschlag die Falzbreite. Und dann müsst ihr nur noch darauf achten, dass ihr diesen Hobel gerade haltet, sauber an dieser Kante entlang führt, damit ihr einen
rechtwinkligen Falz bekommt. Und je nachdem, wie gerade euer Holz gewachsen ist, wie gut sich das bearbeiten lässt, könnt ihr euch sogar das Vorritzen sparen. Jetzt nimmt der Hobel kein Material mehr ab, weil er hier auf meinem Anschlag aufsitzt. Und das bedeutet, die eingestellte Falztiefe ist erreicht. Je nachdem, wie euer Holz gewachsen ist, kann es passieren, dass ihr im Falz leichte Ausrisse habt. In der Regel ist das kein Problem, da ja meistens in den Falz irgendwas reinkommt. Habt ihr einen sichtbaren Falz, dann könnt ihr einen so erstellten Falz mit einem Simshobel und fein eingestelltem Messer nochmal nacharbeiten. Und dann habt ihr einen wirklich sauberen Falz. Variante 3 ist der Grundhobel. Es ist eher unüblich, dass man damit einen Falz macht. Es gibt für den Veritas Grundhobel diesen Zusatzanschlag. Wenn ihr euch da aus Holz einen Hilfsanschlag aufschraubt, der hier eine Aussparung hat, also ähnlich wie bei diesem Nuthobel, dann könnt ihr mit diesem Grundhobel auch Felsen machen. Zugegeben nicht ganz so komfortabel wie bei den anderen Lösungen, aber wenn man einen Grundhobel hat und sonst keine Spezialhobel, dann kann man mit dem durchaus gelegentlich mal einen Falz machen. Und ihr seht, hier ist Platz für das Hobelmesser und hier könnt ihr jetzt eure Falzbreite einstellen. Ihr solltet euch aber zumindest noch die Falzbreite mit dem Streichmaß vorritzen. Und dann könnt ihr auch euer Hobeleisen viel leichter einstellen. Ihr löst die Klemmung für den Anschlag, setzt das Hobeleisen mit der Kante genau auf euren Riss und dreht die Schraube des Anschlages wieder fest. Das war's schon. Der Grundhobel arbeitet sich nicht von selber in die Tiefe. Hier müsst ihr nach jedem Hobelzug nachstellen. Das dauert natürlich länger als die anderen beiden Varianten. Wenn ihr öfter Felze von Hand macht, solltet ihr euch einen Simshobel oder einen Nuthobel anschaffen. Ihr seht, das funktioniert zwar, aber es geht besser. Man muss auch bei dem Grundhobel immer darauf achten, dass man die richtige Spanendicke hat, damit er sauber läuft. Aber ihr seht, im Grunde funktioniert das. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, ja, warum nehme ich keinen speziellen Falzhobel? Den gibt es ja von Veritas, es gibt sie in Holzvarianten, es gibt kleine Einhandhobel mit Anschlägen und Vorritzer. Ich hatte mal einen Veritas Falzhobel, aber das war mir zu kompliziert. Er ist sehr schwierig einzustellen, er ist auch schwierig in der Handhabung. Man kann zwar damit sehr schnell Felze machen, aber der Falz wird auch sehr schnell schräg. Deswegen benutze ich diesen Hobel nicht mehr. Außerdem bin ich der Meinung, dass ein solcher Falzhobel, wenn man ihn jetzt nicht täglich benutzt, aufgrund des Preises eher etwas ist, das ja ein Luxus ist. Mit einem Simshobel seid ihr wesentlich flexibler als mit einem Falzhobel. Ihr könnt damit einfach mehr machen. Der Falzhobel ist ein reines Spezialwerkzeug. Könnte man von diesem Nuthobel auch behaupten, allerdings könnt ihr mit diesem Nuthobel mehr machen. Ihr könnt damit Nuten machen, ihr könnt Federn hobeln, es gibt entsprechende Messer und Umbausätze, ihr könnt ein paar Profile damit hobeln.
Verwechselt den Hobel nicht mit dem Combination Plane von Veritas, das ist ein ganz anderer Hobel. Das ist der kleine Nothobel. Ihr könnt damit, wie gesagt, auch Felze machen, also der ist schon recht vielseitig einsetzbar gegenüber dem Falzhobel. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn ihr gelegentlich von Hand Felze machen wollt, kauft euch einen guten Simshobel, wenn ihr noch keinen habt, oder guckt euch mal den Veritas Nothobel an. Ein sehr gutes Werkzeug. Soviel also zum Thema Handwerkzeug. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Handwerkzeuge wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde dann immer wieder mal Handwerkzeugthemen bringen. Am Schluss möchte ich noch auf ein paar Fragen eingehen, die mir zum Thema Online-Kurse gestellt wurden. Da kamen über die Kommentare in den letzten Wochen einige Fragen. Also ganz kurz noch ein bisschen Eigenwerbung zum Thema Online-Kurse. Es kam zum Beispiel die Frage, warum die Kurse zwar schon starten und für die Abonnenten verfügbar sind, aber nicht bei Vimeo zum Kauf. Das ist relativ simpel erklärt. Ich muss die Kurse für Vimeo extra aufbereiten. Das macht erst Sinn für mich, wenn der Kurs abgeschlossen ist. Sonst fange ich da mehrmals an und muss ich muss die Videos extra hochladen, ich muss Vorschaubilder machen, Trailer erstellen, alles Mögliche. Das mache ich erst, wenn der Kurs beendet ist. Deshalb haben die Abonnenten da einen kleinen Vorsprung. Sie haben die Inhalte einfach schneller. Dann ist es bei Vimeo leider so, dass ich keine Pläne verlinken kann. Ich kann keine Dateien hochladen, sondern nur die Videos. Wenn ihr zu einem Kurs bei Vimeo gekauft habt und möchtet die Pläne haben, ist das in der Regel kein Problem. Schreibt einen Kommentar in den Kurs. Das können nur diejenigen, die den Kurs gekauft haben. Dann trete ich mit euch in Kontakt, frage euch nach der E-Mail-Adresse und schicke euch die Pläne zu. Das ist kein Problem. Ich sehe nicht, wer meine Kurse bei Vimeo kauft. Ich kann euch also nicht automatisch die Pläne zuschicken. Dann noch eine Frage, wie das mit dem Patreon-Abo ist und dem Jahresabo. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr bei Patreon die Kurse über Patreon die Kurse gebucht habt, eure Zugangsdaten habt, auf das Jahresabo wechseln. Eure Zugangsdaten bleiben die gleichen. Ihr könnt dann bei Patreon, sobald die Zahlung bei mir angegangen ist, das Abo kündigen und habt dann ein Jahresabo. Ihr könnt also, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euch die Online-Kurse zusagen, erstmal bei Patreon anfangen oder über Vimeo und dann jederzeit, wenn ihr sagt, nö, gefällt mir wunderbar, möchte ein paar Euro sparen, ein Jahresabo machen. Damit ist die Eigenwerbung auch schon zu Ende. Vielleicht schaut ihr so viel also zu den Online-Kursen und die Fragen, die letzte Woche so reinkamen. Und damit möchte ich mich für diese Woche von euch verabschieden. Es ist Freitag, habt ein schönes Wochenende, geht in die Werkstatt, probiert mal die Sache mit den Felzen aus, wenn ihr wollt. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis, habe ich schon öfter gebracht. Nicht an jedem Wochenende habe ich Zeit, ich habe auch Kurse in der Werkstatt. Seid also nicht verwundert, wenn ich keine Zeit am Wochenende habe, um auf eure Fragen zu antworten. Seid aber versichert, ich lese alle Kommentare, die ihr schreibt und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal dafür bedanken, dass ihr sehr rege Kommentare schreibt, gute Kommentare schreibt und das Ganze in einem sachlichen Ton. Da bin ich von anderen YouTube-Kanälen ganz anders gewohnt. Also in diesem Sinne, habt Spaß in eurer Werkstatt und bis nächsten Freitag.